Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Spieltag der Pro League 2 in der 29. Saison. Wir gehen mit den Seahawks rein in das Spiel gegen Sturmtief. Die erste Partie haben wir gewinnen können mit einem ja doch angenehmen 2:0 gegen Los Agostinos. Mit dabei ist noch einmal der gute Sven. Hallöchen. Hallöchen. Ja, können wir mal kurz nachfragen. Was ist denn dein Gedanke gegen Absteiger Sturmtief? Da gab es jetzt auch nicht so unfassbar viel Veränderungen, was die Personalien betreffen. Natürlich gibt es da ein paar Abgänge zu verzeichnen, aber auch ein paar Neuzugänge. Was würdest du denn wünschen gegen solch ein Team? Auf jeden Fall nicht überfahren zu werden. Sturmtief war halt auch einer der Gegner, wo wir uns zuletzt im Training echt schwer mitgetan haben. Und es ging ja auch für uns darum, zu beweisen, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast, damit zu uns zu kommen. Es hat uns noch ein bisschen mehr Druck gemacht. Nein, aber es war halt immer noch so ein bisschen gut angefangen auf jeden Fall. Erste Torchance, ne? Es war auf jeden Fall immer noch so ein bisschen erstmal gucken, was auf uns zukommt. Es ist die frische Zweitligasaison und alles noch viel abtasten. Ne? Wo stehen wir? Wo kommen wir raus? Und haben ja, glaube ich, unterm Strich auch einen echt schwierigen Spieltag zum Start gehabt. Mhm. Und sind, glaube ich, ohne große Erwartungen auch in die Partie gegen Sturmtief gegangen und haben einfach versucht, unseren Stiefel zu machen und gucken, wie es sich anfühlt, wie gut wir das umsetzen können und wo kommen wir raus. Genau. Also ich glaube, man kann hier schon mal sagen, der Gegner macht sehr viel Druck, also steht sehr, sehr hoch. Müssen da echt gucken, dass wir den Ball beim Aufbauspiel nicht verlieren. Hier haben wir zum Beispiel dann den Pass nach vorne direkt abgegeben und die ersten Flanken kommen hier Richtung Torhüter, Richtung Groß. Man kann auch sagen, es gab noch ein paar Neuzugänge jetzt ganz kurz vor Beginn der Saison, also die haben noch einen weiteren ZDM geholt, den Chaos, und dann haben sie noch einen rechten Stürmer geholt, den Nimra. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier mit in der Partie aufgestellt sind, werden wir ja wahrscheinlich noch sehen. Spiel mit einem 4-3-3, also ich hatte da auch mit getestet und da war schon die Idee, dass man 4-3-3 spielt, das heißt einen defensiven, zentralen Mittelfeldspieler, das ist der Refdeck, und dann gibt es zwei ZMs, die ein bisschen offensiver mit agieren und handeln. Da war ich ja auch mit geplant und da hat man jetzt vielleicht ja den einen Kollegen hier mit reingeholt, den ich eben schon genannt habe. Also kann sehr viel passieren. Meine Erwartung in dem Spiel ist auch, ich hatte schon erwartet, dass Sturmtief uns hier wirklich abschießen kann, wenn die einen guten Tag haben. Kann aber auch passieren, auch die war noch ein bisschen in der Findungsphase nach dem Abstieg und auch dass die Tests, die ich halt bei denen gemacht habe, dass gerade offensiv sehr viel Druck existiert, aber die Chancenverwertung noch so ein bisschen das Thema ist bei den Jungs. Gucken wir mal, wie es hier in der Partie wird, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt gutes Kurzpassspiel des Gegners, kommt hier immer wieder ein bisschen durch, landet am Endeffekt dann vor unserer Dreierkette genommen und hier direkt der erste Lattentreffer. Boah, knappes Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist klar, alles weniger schädlich fürs Herz, wenn man weiß, dass man groß im Tor hat. Auch der gute Mann ist schlagbar. Mhm. Jeder ist schlagbar. Ja, im Ball erstmal rausgeklärt. Man sieht schon, es kommt einfach sehr viel Druck in unsere Hälfte. Wir können unser Spiel nicht aufziehen, versuchen es dann doch immer mal wieder mit etwas längeren, chaotischen Pässen, um uns da versuchen, so ein bisschen Luft zu machen, einen Stürmer vielleicht zu schicken, aber ganz, ganz strukturiert ist das jetzt in der Anfangsphase auf unserer Seite noch nicht. Weil die geben uns auch nicht viel Raum dazu, muss man sagen. Also die machen ja, wenn einer am Ball kommt, ist da ein oder vielleicht sogar zwei Leute dran, gehen direkt auf unseren ballführenden Spieler drauf und da war dann jetzt auch gerade, hat man so schön gesehen, in der eigenen Hälfte mal ein bisschen was Luft, konnte man hinten ein bisschen was kombinieren und vorne stellen sie uns jetzt alle wieder zu. Hier wird der eng, hat der Arok wieder gut verteidigt, hier eigentlich gar nicht Arok, doch, ist ein linker Innenverteidiger, doch, passt. Hatte ich irgendwie im Kopf abgespeichert noch als Stürmer, aber ist ja Quatsch. Ah, da unten ist Nimra.
Torhüter. Genau, Nimra ist der Keeper. Ich habe hier auch gerade das offen. Und wie ich eben schon erst einmal gesagt hatte, Chaos hat jetzt den RZM übernommen, wo ich auch getestet hatte auf der Position. Hat er auch gespielt, sehe ich hier gerade in der Übersicht. Und da ist auf jeden Fall noch viel, viel drin. 30 Minuten gespielt, 0-0. Wir könnten durchaus schon Tore gefallen sein, aber ich glaube 0-0 geben sich gerade beide Parteien noch relativ zufrieden mit. Ja, mit dem 0-0 können wir an der Stelle sehr glücklich sein. Ja, also da. Ich auch. So, dann kannst du mal erzählen, wenn es so ein bisschen um den Verein geht, was für eine Position hast du denn im Verein, wenn man das mal so fragen darf? Oh, wir gucken hier noch kurz auf die Chance. Oh, stark gehalten von Groß. Wichtiges Ding. Ja, ich bin grundsätzlich erstmal im Verein einer der vier Manager. Zusammen mit Musty, Trackles und Huckleberry. Mhm. Und bekleiden tue ich auf dem Spielfeld die Stürmerposition. Mittlerweile der rechte Stürmer. Haben mal versucht, im Vergleich zur vergangenen Saison die Seiten zu tauschen. Einfach mal ein bisschen frischen Wind. Und ja, macht das jetzt, glaube ich, auch schon seit 2 Jahren. Sehr stark. Ja, da habe ich hohen Erwartungswert an dich, würde ich sagen, am Ende der Saison. Da muss noch ganz viele Scorer kommen, ne? Sag dir, wie es ist. Ja, ich muss da aber auch sagen, ich bin da nicht klar, man geht dann hier schon mal auf den Abschluss und wo man hätte vielleicht auch nicht ganz so drauf gehen dürfen. Aber ich glaube, Torhungriger unterm Strich ist unser Natti und ich gebe mich damit dann auch zufrieden, wenn ich ein paar mehr Assists habe am Ende des Tages wie er. Hauptsache das Team gewinnt, würde ich sagen. Eben. Das, so ist es das eben. Sollte über allem stehen, das Teamziel. Auf jeden Fall. So, 42 Minuten gespielt. Was ich da für eine Flanke gespielt habe, weiß ich bis heute nicht. Also, die war komplett anders geplant, aber nun gut. Hätte ich auch mal gedacht, komm, ich probier's mal, aber ich habe da leider noch den Ball verloren. Sonst hätte ich den in die Maschen geknallt, ich sag's dir. Hättest du da nicht diese komische Annahme noch dazwischen gehabt und wärst direkt zum Abschluss, dann hätte er klingeln können, ohne Wenn und Aber. Ich hatte ganz kurz viel Platz, dachte ganz, also so minimal annehmen, dass er nicht der First Touch ist, weil First Touch Schüsse, die kommen, glaube ich, nur gut, wenn du wirklich hohen Abschluss hast. Und den hat mein Charakter nicht. Übrigens die nächste Chance wieder groß mit der mächtigen Parade. Also die Führung wäre mittlerweile, ich glaube, längst überflüssig für die Jungs von Sturmtief. Hier mit einer Flanke, ich glaube, kopfballstärkstes Team ist es jetzt nicht unbedingt. Aber kann immer passieren. Man haut das Ding einfach aus dem Stadion und sagt jetzt Halbzeit, ich muss aufs Klo. Also ich weiß auch nicht. Der wollte mal kurz durchschnaufen auf jeden Fall. Also kurz auch in der Spielinfo mal gesehen. Ich gucke auch in der Halbzeit immer ein bisschen durch. Ja. 5,9 ist ja meine Leistung, zumindest das, was FIFA sagt, noch sehr schwach. Aber da muss man auch immer gucken, wie man mit diesen Ratings da umgeht von dem Spiel. Ja, gerade als RDM und so, wie wir da jetzt defensiv gestanden haben, ist die 5,9 absolut nicht aussagekräftig. Ja, also das ist sowieso manchmal sehr, sehr seltsam, was da für Werte also zustande kommt. Das 0-0 zur Halbzeit haben wir einzig und allein der kompletten Defensivriege zu verdanken. Ja, 0-0. Also damit können wir sehr glücklich sein. Ich hatte jetzt eben auch noch mal ganz kurz in die Spielinfo reingeguckt. Expected Goals, ich glaube, von 1,7 habe ich da gesehen. Auf der Seite von Sturmtief. Aber die kann man so ein bisschen ernster nehmen, finde ich. Die Expected Goals, die sagen schon ein bisschen was aus, wie ich finde. Auch einfach die Schüsse. Ne? Ich glaube, bei uns hatten wir jetzt 0 gezählte Schüsse und der Gegner hatte, glaube ich, jetzt 5 oder 6. Obwohl wir in der 4., 5. Minute eigentlich sowas wie einen Schuss hatten Richtung Tor, aber naja, dann nicht. Ja, wir sind halt leider nicht immer ganz aufs Tor gekommen. Es war dann halt doch immer noch irgendwo ein Beinchen dazwischen. Und der eine oder andere Abschluss vielleicht doch ein bisschen zu überhastet. Hier ganz wichtig. Ganz wichtig, dass er den holt. Auf jeden Fall. Hier wirklich nur Mittelfeldgeplänkel, ne? Gerade sind wir nur am versuchen, die Passwege zuzustellen, am Verteidigen, irgendwie gucken, dass wir an den Ball kommen. Machen sie da auch gut, ne? Chuck ist wieder das wichtig. Da hat man jetzt auch schön gesehen, das ist halt eine unserer Stärken. In außen halt einfach ein bisschen den Platz lassen und das Zentrum dann komplett zuzustellen. Ich finde, in der Szene hat man sehr, sehr gut gemerkt, auch so eine Änderung,
auf die ich mich total eingepeilt hatte. Ich hatte ja bei den Jim Reapers den Manu vorne im Sturm. Mhm. Und bei dem war das immer so, also ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber es war ein oft nicht der krass mitspielende Stürmer. Das ist sonst immer, wenn einer im Mittelfeld einen Ball erobert, zum Beispiel wie ich es eben getan habe, oder dann mal die Chance hat, einen langen Ball zu spielen, dann weiß man ganz genau, der Manu, der läuft schon gerade über die Abwehr hinweg. Und wenn du im richtigen Moment den Ball spielst, dann kann der sehr wahrscheinlich ankommen, dass er den vielleicht irgendwie verarbeiten kann. Und da hat man schon 3-4 Mal, glaube ich, in dieser Partie alleine schon gesehen, dass ich dann versuche, so einen Steilpass zu spielen. Aber ja, meine Mitspieler nicht Manu sind, sondern ganz andere Leute, die dann vielleicht auch noch mehr entgegenkommen und lieber den Ball nochmal klatschen lassen oder sowas. Da muss ich mich noch echt dran gewöhnen. Also das fällt mir selber noch sehr häufig auf, jetzt auch im Training, aber ganz krass eben hier an den Spieltagen und hier das 1-0. Da bin ich leider nicht mehr an den Ball gekommen, obwohl ich da stand. Ja, auch ärgerlich. Außergewöhnliche Szene, wenn man den Torwart betrachtet und Schuckels, die wussten beide nicht, wohin mit sich. Vielleicht wollte Schuckels den Torwart noch Richtung Ball schubsen oder so. Ich weiß. Das nächste Mal einfach weniger Kaffeepläuchchen. Und dann ja, also nicht mehr aufs Spiel achten hier. Nein, aber auch nochmal, um das von dir angeschnitten gerade zurückzukommen. Also wir schließen das eine halt nicht aus. Wir versuchen halt schon, da immer eine Balance zu kriegen, gerade weil wir die zwei Stürmer sind, dass einer immer anspielbar ist, der andere dann halt eher läuft. Natürlich passieren dann manchmal so ganz komische Szenen, wo dann beide da stehen, wollen anspielbar sein, aber dann auch beide laufen. Ja, summa summarum, das klappt ja gut. Ich muss mich nur noch ein bisschen umgewöhnen, das merke ich mir selber hier. Viele Steilpässe gespielt und das war ja auch so meine größte Stärke, wo ich dann der ZDM bei den Jim Reapers gespielt habe. Also ich glaube, meine größte Stärke waren halt wirklich diese exakten Steilpässe, was jetzt gerade auf den Stürmer betreffen oder Leute, die sich freispielen. Und hier steht man einfach anders, hier steht man kompakter, man guckt mehr auf Kurzpassspiel, was ich persönlich sehr, sehr gut und wichtig finde. Da wird man sich dran gewöhnen. Wir gucken mal hier rein, 67. Minute, wir sind 1-0 hinten und jetzt kriegt man natürlich auch so ein bisschen, da geht noch was, es ist nur ein 1-0, einmal ein richtiger Konter vielleicht und dann könnte es hier 1-1 stehen und das Momentum könnte vielleicht sogar noch umschlagen, wer weiß. Im Normalfall halt sehr schwierig, wir sind eigentlich weniger die Comeback-Mannschaft, weil, also wenn du mich jetzt in einer unserer stärksten Schwächen fragen würdest, dann würde ich schon sagen, dass man dann doch vielleicht eher den Kopf ein bisschen hängen lässt nach einem Rückstand. Das ist dann irgendwie immer gerade für uns besonders schwierig, sich da wieder rauszuarbeiten. Und da müssen wir einfach mal gespannt sein, wie sich das jetzt hier entwickelt. Also an dieser Stelle ist eigentlich Groß jetzt schon für mich Man of the Match, was der schon für Dinger gehalten hat. Also das hätte er sich höchst verdient. Der hält uns hier im Spiel auch gerade die Parade eben wieder gut antizipiert, wo der Stürmer da hinschießt. Und sehr, sehr wichtig, dass er den hält, zu bleiben. Wir im Spiel, würde es hier 2-0 stehen, wäre es eigentlich, mal ehrlich, wahrscheinlich vorbei. Weil viel geschnuppert am gegnerischen Tor haben wir nicht in der Partie. Aber wir versuchen es immer noch spielerisch zu lösen. Und da. Ja. Oh! Dann dieses Ding, dann der Kopfball dahinter und hier noch, da wird irgendwie der Ball vertändelt, aber da war mal eine richtige Chance. Jetzt gerade dann zum ersten Mal, das war ja wirklich viel zu knapp. Ja, das war sehr eng, aber so schnell kann es gehen, ne? Gerade in Pro-Clubs, da brauchst du nur mal eine richtige Gelegenheit und vielleicht steht es hier auf einmal 1-1. Und dann könnte es ja wirklich passieren, dass das Momentum umschlägt und ja, gucken wir uns die Szene hier an. Pat hat im vergangenen Spiel schon ein Tor gemacht und er kopiert es einfach. Einfach eine Bank gewesen. Einfach eine Bank. Also richtig stark gewesen am ersten und jetzt hier auch am zweiten Spieltag. Macht das 1-1, holt uns komplett zurück in das Spiel und jetzt schauen wir mal, was weitergeht. Übrigens meine erste Torvorlage. Ich bin stolz auf mich. Ja. Wir bedanken uns. Ja, freue ich mich auch. Ja, so Dinger, da guckt man ja mal drauf, ne, wenn man sowas macht. Dann, ne? Ja, so als natürlich. ZDM auch mal eine Vorlage, ist doch schön. So. Als Mannschaft gewinnen ist das eine, aber sind wir ehrlich, man guckt doch schon. Ne? Wie viel habe ich mitgewirkt? Es ist, also ich ist aber halt auch am Ende des Tages gut fürs persönliche Ego, also das sollte man ja auch nicht ganz vergessen. Das ist ja dieses Momentum-Ding, was ich gerade meinte, guckt euch den Pass an. Das war...
Liegen was für ein Sträflich. Aber Natti wird da nicht richtig angegriffen. Wir wollen ihn nur stellen. Oh, schade, ne, dass da noch keine perfekte Anspielstation für ihn gab. Aber hat er einen kühlen Kopf behalten. Hätte den Ball da irgendwie vielleicht gut abspielen können. Ne? Jetzt rennen wir hier nochmal einen Konter rein. Gucken, dass wir uns hier nicht überlaufen lassen. Truckles wieder mit dabei. Holt den Ball wieder da raus. Also für mich sehr, sehr, sehr starker Spieler. Wir haben defensive Mittelfeld, ist immer dabei und hilft aus, auf den Außen sowie in der Mitte, auch in der Innenverteidigung. Also sehr guten Blick da auf jeden Fall. Und ja, letzten 5 Minuten laufen. Also jetzt so merken wir, da ist ein Punkt auf jeden Fall drin. Ne? Wenn wir jetzt nochmal einen Lucky Punch haben, vielleicht sogar 3. Ja. Und das gegen eine Mannschaft, die eigentlich dieses Spiel hier dominiert hat, wie ich finde. Ja, vor allen Dingen, der Gegner wird wahrscheinlich dieselben Ziele gehabt haben und sind da beide mit offenem Visier jetzt noch in die Geschichte gegangen. Mhm. Weil der Druck ist ja auch immer noch da und spürbar. Ach, das wäre super gefährlich geworden. Ja, der wäre drin gewesen. Und jetzt hier, nochmal einen langen Ball. Diese Dinger meine ich, die habe ich halt bei den Jim Reapers am liebsten gespielt. So, ja, Dinger. Die ist sehr schmackhaft. Jetzt nochmal meinen Schuss. Und hier nimmt er den leider erst an. Hast du gesehen? Ja, super. Ich wollte ihn direkt schießen, aber er hat ihn irgendwie ganz kurz so angenommen. Sonst hätte ich den vielleicht, man munkelt, vielleicht hätte ich den ja nochmal irgendwo in die Maschen schlagen können. Das wäre natürlich ein unverdienter Sieg geworden, aber ich glaube mit einem 1:1 hier raus. Ja, man sieht das hier an der Statistik auch nochmal. Da können wir sehr zufrieden sein gegen ein sehr starkes Sturmteam. Auf jeden Fall. Und genau die Sachen, die ich am Anfang des Videos angesprochen habe, ne, diese Chancenverwertung, da wäre, wenn die daran arbeiten und wenn die das hochschrauben können, dann werden die hier auch solche Spiele mit 3-4 Toren gewinnen. Also ich sehe die da schon ganz oben mitmischen, was die zweite Liga betrifft. Ja, er hat auf jeden Fall das Potenzial, eine brandgefährliche Truppe zu werden. Ja. Gut. Ja, dann, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die 2 Commentaries der ersten beiden Spieltage. Wir haben 4 Punkte nach 2 Spieltagen. Das ist doch gut, so als Aufsteiger, würde ich sagen. Gerade gegen 2 Teams, die tendenziell stärker waren als wir. Ja, abschließende Worte von dir. 2 Spieltage jetzt hinter uns, ein Ergebnis, womit wir doch äußerst zufrieden sind. Und so kann es gerne weitergehen. Alles klar, dann vielen Dank. Bis dahin, hau rein. Ciao. Ciao.